Guten Morgen, ihr Lieben. Eigentlich bin ich noch gar nicht filmtauglich, aber das muss ich euch jetzt schnell erzählen. Bis gleich. Ich weiß nicht, ob man es hört. Es war eine sehr stürmische Nacht. Ich bin zwar zwischendurch mal aufgestanden und habe draußen geguckt, ob das Zelt noch steht. Ja, es sah von innen auch ganz gut aus. Es stand noch. Und jetzt wurde es heute Morgen irgendwie immer schlimmer und da habe ich gedacht so, ach, geh's mal raus. Oh, da fehlten schon die ganzen Heringe. Das Zelt hob vorne immer schon so ein bisschen ab. Ja, und dann habe ich die kurze Hand die Kinder um, kurz vor 8 geweckt. Und in einer, sagen wir mal, 15-minütigen Zeit Vorzelt abgebaut. Da stand ja auch noch die ganzen Getränke drinne und die Stühle, unsere tollen Outwell-Stühle, die habe ich gestern schon ins Auto, in den Kofferraum gepackt, weil das ganz toll regnen sollte heute Nacht. Der blieb aber aus, Regen kam nicht. Ja, aber es war sehr stürmisch und heute soll es also Orkanböen geben und hier an der Ostsee ist Sturmflut angesagt. Vielleicht werde ich nachher noch mal ans Wasser gehen und mal ein bisschen filmen, da ist bestimmt ordentlich was los. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall alles rein. Es sieht hier aus wie auf dem Schlachtfeld. Ich habe mich Gott sei Dank so organisiert jetzt, dass wir hier 2 Tage noch, also heute und morgen noch, vernünftig einigermaßen gemütlich leben können. Also hier ist mein... Es ist schon wieder alles unter Bett gelandet. Jetzt habe ich hier... Oh oh. Unterm Tisch Backofen, Eiswürfelmaschine, Getränke und Müll. Die Gardinen will ich gleich noch waschen und alles andere haben wir, ja, und der steht hier. Das Zelt haben wir aus der Kederschiene raus. Und Gott sei Dank steht das Auto direkt auf der Seite, wo wir auf der Wohnwagenseite, wo wir das Zelt auch rausziehen. Also haben wir es rausgezogen und gleich in den Kofferraum gestopft. Oh. Und das war ganz schön anstrengend. So, jetzt habe ich mir erstmal Wasser heiß gemacht. Jetzt habe ich mir einen Kaffee verdient. Den hatte ich nämlich noch nicht. Also gibt es erstmal ein Käffchen. Und dann nachher irgendwann mal Frühstück. Selbst den Hocker haben wir mit reingenommen, weil wir ein bisschen Angst haben, dass er wegfliegt. Mal gucken, wo wir den nachher noch lagern. So, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Bis später. Wir haben jetzt noch ein bisschen gechillt. Aber jetzt gibt es Frühstück. Mittlerweile haben wir Hunger. Wir haben uns hier jetzt so provisorisch die Backofenküche aufgebaut. Ich wollte den Omnia für die Brötchen benutzen, aber die passten nicht alle rein. Also haben wir jetzt provisorisch die Küche aufgebaut. Und ich habe mir Eier gekocht. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ne, Kinders? Ich habe mich jetzt einmal eingepackt. Und jetzt gehe ich tatsächlich noch mal vor zum Wasser. Hier ist nichts mehr los. Auf unserer Seite sind wir die einzigen, die da noch stehen. Auf der anderen Seite stehen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, spannend. Habe ich auch noch nie mitgemacht. Oh, die Wellen schlagen ganz schön. Das sehe ich von hier schon. Ich guck gleich mal. Ich weiß gar nicht, ob man mich hören kann bei dem Wind. Ansonsten überspiele ich das einfach mit Musik.
krass. Also der Strand ist bis vorne hin unter Wasser. Ja, ich glaube, man hört mich gar nicht. Ich überspiele das sonst gleich. Gerade ein Mitarbeiter von der Rezeption stand neben mir und er sagte auch, also für die Ostsee, schon ganz schön krass. Also, das ist die Wellenbrecher, die da ja sonst immer sind, kann man teilweise schon gar nicht mehr sehen. Komplett unter Wasser. Also, Hammer. Hammer. Da hinten, einsam und verlassen auf der Seite, stehen wir. Ihr habt ja gerade gesehen, wie stürmisch es ist. Und jetzt regnet es auch, hat gerade angefangen. Und je weniger es wird, desto doller klappert die Dinger. Jetzt habe ich die festgebunden. Mit Wäscheleine. Da einmal und da einmal. Die vordere klappert überhaupt nicht. Aber die, weil der Wind kommt direkt von da und die geht so auf. Okay. Gut, dass ich noch lachen kann. Wenn man den Tag nichts anderes zu tun hat, dann kommt man ja manchmal so auf die verrücktesten Ideen. So. Das ist, hier ist wie im... 1000 Hindernisse sind hier zu überwinden. Man kommt auf die verrücktesten Ideen. Und zwar habe ich noch Bratwurst im Kühlschrank gehabt. Die Kinder haben Hunger. Da habe ich gesagt, okay, dann gibt es heute Bratwurst. Und weil man ja nicht so viel dreckig machen will, habe ich gedacht, ich mache mal ein Experiment und guck mal, ob die Bratwurst auch im Backofen gelingt. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Warum soll das nicht gehen? Also ich glaube schon, dass das funktioniert. Gucken wir gleich mal. Mal schauen. Experiment gelungen, würde ich sagen. Die Bratwurst ist fertig. Einfach und schnell. Jetzt wird gegessen. Das ist gerade noch auf sich wirken. Nein, meine Hand zittert nicht, der Wohnwagen wackelt so. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist soweit. Herbstcamping definitiv nicht mehr. Auf jeden Fall nicht in Deutschland. Also, nee. Die letzte Nacht war so beschissen. Ich glaube, ich habe bis um 2 gepennt. Dann war ich wach. Ein Sturm, also hier ist Orkanböen und wir haben jetzt 9.20 Uhr. Um 14 Uhr soll der Sturm die Spitze erreicht haben. Es ist ganz, ganz schlimm. Gestern habe ich noch gesagt, auch gemütlich. Mittlerweile... Nee. Da kann ich tatsächlich sagen, ich bin ein Schönwettercamper. Und ich glaube, ich habe von diesem Herbsturlaub tatsächlich auch nicht so viel Material. Ist, glaube ich, eher ein Labervideo, wie das Video davor auch. Ja, also viel zu zeigen habe ich diesmal nicht. Ich kann da mal kurz rausfilmen. Also es stürmt echt heftigst. Wir haben hier direkt den Stromkasten, die Klappe klappert andauernd. Oben auf dem Dach hat sich eine Zierleiste gelöst. Die ist nur, also da schlägt der Wind jetzt immer unter und dann klappert das natürlich, ne? Also
Ich bin froh, wenn mein Mann gleich hier ist. Gleich. Der hat jetzt noch eine Baubesprechung. Und dann hat er gesagt, dann kommt er. Dann fährt er los. Der kann heute eh nichts machen. Bei denen ist es ja genauso scheiße. Von daher kommt er dann nachher gleich. Ja. Also das ist tatsächlich auch, ich habe, glaube ich, die ganze Zeit nur von diesem Platz aus meinem gemütlichen Bett gefilmt, weil wir konnten ja nicht mal raus. Die Kinder haben hinten die Ecke, die Sitzecke in Beschlag genommen, weil da der Fernseher ist. Die haben die Playsee mit, die haben da drüber Filme geguckt. Wir haben, ja, wir haben ein paar Filme haben wir uns angeguckt. Genau, und Lukas hat da hinten seine Armbändchen produziert, sage ich jetzt mal so. Die kann ich euch ja tatsächlich nochmal zeigen. Dann blende ich euch auch nochmal, ja, das mache ich jetzt. Ich blende euch jetzt einmal ein Bild von dem Schränkchen von meiner Schwägerin ein. Der Schrank heißt Wünsch dir was, weil ich, also so schätze ich das. Sie hat da Anbieter drin, so wie Lukas. Ja, Lukas macht das jetzt just for fun, so ein bisschen, um sein Taschengeld aufzubessern. Aber er macht ja diese Armbändchen, das ist so sein Hobby. Und wenn jemand jetzt sagt, oh, ich habe den und den Pulli, ich hätte dazu gerne einen passenden, ein passendes Armband. Oder mach mir mal ein Armband vom FC Bayern München in den Farben. Oder er hat auch jetzt welche vom HSV gemacht. Für die Jungs ist das ja mal cool. Er hat auch Buchstaben. Bei den Buchstaben ist das tatsächlich so, wenn du im Schwarzlicht bist, dann leuchten die auch. Total lustig. Ich glaube sogar auch im Dunkeln, nicht nur im Schwarzlicht. Ja, genau, sowas macht er. Ja, ich hole da mal eben kurz ein paar. Ich zeige euch. So, ich habe mir das jetzt hier mal so ein bisschen zurecht sortiert. Und zwar hat er auch, also Armbändchen. Jetzt zum Beispiel so verschiedenfarbig mit Smileys drauf. Dann hat er hier Armbändchen mit Sprüchen. Hier steht zum Beispiel Love It oder Have Fun, Be Happy. Genau, sowas hat er dann auch noch. Auch ganz süß. Dann hat er, wo ich vorhin ja schon erzählt habe, hier, kann man das sehen, HSV-Bänder mit HSV-Farben, genau, und diese Dinger, die leuchten im Dunkeln. Dann hat er noch sowas hier, beige, und da hat er nämlich zum Beispiel jetzt so Farben genommen, sie verkauft da ja auch Ohrringe. In dem Schränkchen von Fidas Schmuckedeeren und in den Farben mit Gold, jetzt dreht sich immer um, das sind so Muscheln, sieht man da ja, Curryfarben Gold, das sieht man jetzt nicht so gut, hat sie auch Ohrringe, dann hat er hier, das ist auch süß, hat er sich so eine Wassermelone, ich habe eine Wassermelone getragen. Jetzt ist er auch schon angefangen hier. Es ist ja bald, geht's ja los mit Weihnachten. Hat er hier so Christmas-Farben. Hier auch nochmal, da ist dann so ein kleiner Nikolausstiefel. Oder hier hat er dann eben halt ohne Schrift, aber mit einem Schneemann. Kann man das überhaupt sehen? Nicht scharf. So war's. Und dann hat er hier, das sind für Kinder, für die kleinen Mädels. Die will er dann auch im Dreierpacken verkaufen. Da hat er dann einmal pink, lila und Dings. Blau, grün und lila. Und hell und lila. Und dann haben wir auch noch ein paar, wir vor allen Dingen, hat er auch noch ein paar für die Männers. Genau, achso, und das sind so einfarbige. Auch Neon hat er auch. Ist ja gerade auch so ein bisschen im Kommen. Die Farbe, achso, und so süße Armbändchen. Habe ich die jetzt schon gezeigt? Nee, habe ich nicht. Schlüsselanhänger hat er auch noch gemacht.
Was steht da drauf? Good Vibes und Peace. Da ist dann auch so ein kleines Peace-Zeichen drauf und hier ist ein Sternchen. Ja. Das, was hier liegt, hat er alles jetzt hier im Urlaub gemacht. Ne? Also er war fleißig, das muss man mal sagen. Gab auch mal einen Tag, wo er keinen Bock hatte, aber am nächsten Tag hat er dann gleich wieder 10 gemacht. Ja. Weil er teilweise dann war auch länger wach wie wir und hat Nachtschicht eingelegt. Ja, genau. Ja, und da werden wir morgen, ich werde mir heute dann, glaube ich, irgendwie nochmal Zeit nehmen, um kleine Preisschildchen ranzumachen. Und dann will er morgen erstmal hin und seinen kleinen Ständer im Schränkchen neu bestücken. Vielleicht wird das ja was. Ein paar hat er schon verkauft, sagte Dorte schon. Er muss wieder auffüllen. Genau, und die er jetzt doppelt hat, die packt er immer nur eins hin und dann packt er welche, lagert er die restlichen bei Dorte. Genau. Ja, also ich finde, das hat er schon ganz gut gemacht. Von nichts kommt nichts, ne? Kleiner Geschäftsmann hier. So. Ja, ich warte jetzt erstmal auf meinen Mann. Trinke hier so mein Käffchen. Habe ich mir gerade gemacht. Achso, duschen war ich übrigens vorhin auch schon. Ich habe mich rausgetraut. Du warst weggeflogen. Ja. Gut, aber ich mache jetzt erstmal hier nichts. Hab wie den ganzen Urlaub über schon. Wie gesagt, aber habe ich das jetzt erzählt? Ja. Herbstcamping kommt für uns jetzt nicht mehr in Frage. Das lassen wir jetzt. Nächstes Jahr früher hoffen wir, dass das besser wird. Aber da habe selbst ich keinen Bock drauf. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Obwohl ich ja sonst eigentlich immer diejenige bin, die das gerne mag. Ein bisschen Regen und ein bisschen Wind ist auch echt gemütlich, da habe ich auch echt nichts gegen, aber so Orkanböen. Wir sollen jetzt, glaube ich, irgendwie 100 km/h oder 110 kriegen heute um 14 Uhr. Ich hoffe, dass mein Mann bis dahin da ist, weil sonst, ich glaube, ich kriege hier einen Herzstillstand oder so. Ich habe echt Schiss. Also jetzt nicht, die Kinder fragten mich gestern schon, Mama, kippt der Wohnwagen um, weil das war wirklich so extrem. Kann der umkippen? Kann der umkippen? Ich sag nein, natürlich nicht. Kann er ja? Ach Gott, ja. Naja. Wir machen jetzt das Beste draus. Wir fahren morgen früh nach Hause und dann ist auch erstmal Feierabend. Jetzt bin ich kuriert. Bin ich auch nicht traurig, dass es nach Hause geht. Überhaupt nicht. Ich bin sonst ja immer eine, die sagt, oh, ich will die nach Hause. Heute sage ich, besser gestern. Ja. Ich habe ja Gott sei Dank noch nächste Woche, 1,5 Wochen habe ich ja noch frei. Und dann kann ich mich zu Hause ein bisschen erholen. Und den Wohnwagen in Ruhe, das sieht ja aus wie auf dem Schlachtfeld. Ich wollte heute das war ja so geplant, dass wir heute das Vorzelt abbauen, wenn Mike dann nachher da ist. Alles in Ruhe und gechillt. Da wollte ich hier, bevor wir abbauen, wollte ich alles sauber machen, dass wir den nur noch ins Winterquartier stellen müssen und wenn wir ihn dann im Frühjahr rausholen, dass ich dann nochmal alles überwieder. Habe ich gar keinen Bock drauf, so wie das hier aussieht. Ich habe auch gar keinen Platz, ich weiß gar nicht, wie ich hier irgendwas sauber machen soll. Ich muss nachher erstmal gucken, dass ich das alles so fahrtüchtig beiseite stelle, alles. Das ist aber ein Sturm. Ja, nix. Ja, aber das ist ja schnell zu. Da bin ich ja fix. Ne? Also, ich melde mich später nochmal. So, jetzt bin ich ein bisschen erleichtert. Mein Mann ist auf dem Weg. Wir haben ja keine Brötchen mehr. Jetzt hat mein Sohn sich hier noch Smacks gemacht mit einer Pfütze Milch. Selbst die Milch ist alle. Aber das kommt auch nur, weil Lukas literweise Eiskaffee trinkt. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt sehr erleichtert. Okay, das ist jetzt 10.40 Uhr. Dann wird er so gegen kurz vor 12 da sein, schätze ich mal. Und dann soll es nachher auch kurze Zeit trocken sein. Und dann
will er die Leiste da oben kleben. Ja, genau. Das war jetzt gerade eine Sprachnachricht von meinem Mann. Die muss ich jetzt erstmal anhören. Ja. Lukas schläft übrigens immer noch. Den stört es überhaupt nicht. So, ich war jetzt gerade auf Klo. Das merkt man richtig, dass die Kanalisation reindrückt. Das ist richtig. Kanalisation. Ja, die Kanalisation jedenfalls so riecht. Meine neue Jacke hat sie auch schon gezeigt gemacht. Meine Schnippchenjacke. War ich mal eben auf der Pischalette. Man trifft hier eine Person habe ich getroffen auf dem Klo. Aber sonst ist nichts los. Nix. Mein Mann kommt ja gleich und stellte das Auto vor unseren Wohnwagen. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Windschutz. Gucken wir mal, ob das klappt. Ja, das ist schon Naturgewalten, ne? Das sind Naturgewalten. Regnen tut es immer noch, das soll ja gleich noch mal ein bisschen aufhören. Schauen wir mal, ob das klappt. Hier läuft jemand. Ich bin doch nicht die Einzige hier auf dem Platz mit den Jungs. Oh, das sieht hier aus, ne? Wie bei Hempels unterm Sofa, ey. Aber es geht nicht anders. Irgendwie, hier kriegst du im Moment, das geht nicht. Unser Schuhhaufen. Unsere festen Schuhe, die habe ich schon in den Schrank verstaut. In der Tüte. Die laufen hier nur noch mit Latschen rum. Das geht am besten jetzt gerade. Ich hoffe, dass mein Mann hier gleich um die Ecke kommt. Es wird gerade ein bisschen heller. Also kann das sein, dass der Regen vielleicht gleich mal aufhört. Wäre ja toll, dann könnten wir das da oben nämlich festkleben gleich. Ja, in der Facebook-Gruppe habe ich schon gesehen, also das ist hier also wirklich schon heftig. Jetzt nicht hier in dem Bereich, sondern in dem Bereich da hinten weiter, im A-Bereich. Da hat es tatsächlich schon ein paar Dächer von... Also diese Wohnwagenüberdachung gibt es ja auch noch, diese Schutzdächer. Ein paar abgerissen und ein Pavillon ist da wohl weggeflogen. Und ja, also das ist nicht so schön. Ja? Deswegen bin ich ganz froh, wenn mein Mann gleich da ist. Und wir wenigstens die Leiste da oben ein bisschen fixieren können vielleicht. Sagt er mal, ein bisschen trocken wischen. Ja, witzig, aber das regnet ja in Strömen. Ist ja gleich wieder nass dann. Ja, aber wir versuchen das. Er hat eine Leiter auf die Pritsche gepackt, dass wir da hochkommen. Und da müssen wir wohl mal raus ins Sauwetter. Ich bin auch ein Dussel. Ich wollte eigentlich Gummistiefel mitnehmen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja, ach so, meine neue Jacke, meine derbe Jacke, das war ja mal ein Mega-Schnäppchen. Ich brauche ja immer so eine Regenjacke für die Schule, weil wir ja immer auf dem Schulhof müssen, auch wenn es ein bisschen regnet. Und da hatte ich meine Mäntel sonst immer an und die sind ja immer gleich nass und die trocknen ja auch in so einer Schulstunde nicht gleich. Und da habe ich mir zum Geburtstag diese Jacke gegönnt und zu einem Schnapperpreis von, also die ist von Derbe, war von 180 Euro auf 60 Euro reduziert. Sagen wir, müsstet ihr mich erkennen. Ich bin ja so eine Schnäppchenjägerin. Und das war mein richtiger Schnapper. Ist zwar eigentlich nicht so meine Farbe, dieses Beige-Camel-Farben, keine Ahnung. Aber das war mir in dem Moment egal. Und eigentlich habe ich mich da jetzt schon dran gewöhnt. Also die ist echt schön. Ja, nun warte ich mal, dass mein Mann hier gleich um die Ecke kommt.
Normal müsste er gleich da sein. Er ist vor gut einer Stunde losgefahren. Ja, aber wie gesagt, ne, bei dem Wetter kann man ja nun auch nicht so heizen. Also wird es wohl noch ein bisschen dauern. Und ich weiß auch nicht, ob er über Schleswig fahren kann. Weil da ist ja dieser Damm, so ein kleiner Damm von der Schlei aus. Da bei Heiterbu. Und wenn der jetzt auch überschwemmt ist, dann kommt man da natürlich nicht drüber. Ne? Wie ihr seht, es ist stürmisch. Es ist nicht nur ein bisschen Wind. Bin ja ein Küstenkind, ich weiß, was Sturm ist. Nordseeküstenkind. Und da haben wir mehr Stürme, glaube ich, als hier an der Ostsee. Also, mein Kind wollte irgendwas. Weiß ich nicht. Jetzt hat mein Mann sich gerade gemeldet. Hat eine Sprachnachricht geschickt. Und er ist wieder erwartend doch über Schleswig gefahren, obwohl ich ihm gesagt habe, fahr lieber über Erftekrop. Glaub, das ist besser. Nein, er ist über Schleswig gefahren und er sagt, da fehlt nicht mehr viel, dann ist dieser Damm überflutet. Also, es schwappte da schon über. Ja, schauen wir mal, wie wir morgen fahren. Aber morgen soll das ja, also es soll bis heute Nacht noch so stürmisch bleiben und dann soll das langsam besser werden. Und dann hoffe ich mal, dass die Pegelstände dann auch wieder sinken. Ne? Denn das ist eigentlich so unsere Favoritenroute über Schleswig. Die ist am schönsten und am besten ausgebaut und da sind die Straßen nicht so holperig, wenn du da hinten über die Dörfer fahren musst. Aber nützt nichts, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir es eben halt tun. Ne? Ja, also er war jetzt, wie gesagt, in Schleswig. Ich denke mal, so in 20 Minuten, eine halbe Stunde wird er dann hier sein. Genau. Freue ich mich sehr. Freue ich mich richtig sehr. Denn bin ich nicht mehr alleine hier. Das war ja gestern, ich glaube, ich habe euch das gestern erzählt, mit dem Zeltabbau, ne? Das war ja schon so ein actionreicher Vormittag, also morgen. Also wenn du wach wirst und siehst, dass da irgendwie, oh, da kommt wieder eine Nachricht von meinem Mann, dass das Zelt schon halb am Abheben ist, dann, dann kommst du doch mal ein bisschen in die Puschen. Naja, schauen wir mal, was uns der Tag hier heute noch so bringt. Und dann bin ich echt tatsächlich richtig, richtig froh, wenn wir morgen Mittag auf dem Hof stehen und ich wieder zu Hause bin. So viel Action brauche ich denn doch nicht. So, Mädels und Jungs, was ich ja noch ganz vergessen habe. Heute ist ja Freitag. Und das heißt Prosecco-Freitag. sowas zum Beispiel, also T-Shirts und Pullover und wunderschöne Mützchen, gibt's von Alberts Tochter bei meiner Schwägerin im Wünsch-dir-was-Schränkchen. Die Klamotten hat sie aber im Haus, also wenn jemand sowas haben möchte, dann müsst ihr wahrscheinlich bei ihr klingeln. Ne? Aber ich habe auch noch ein Fläschchen Prosecco. Ich glaube, die muss ich mir nachher auch reinspülen, damit ich vielleicht heute Nacht mal ein bisschen besser schlafen kann. Und dann am besten auch rechtzeitig, dass ich das morgen früh wieder weg los bin. Ihr hört's. Ich spinne nicht rum. Das ist nicht ausgedacht, der Sturm. Oh Gott. Es ist wirklich. Also die Woche. Tut mir leid. Also für mich tut's leid, dass ich das sagen muss. Und mein Mann hatte, muss ich ihm, manchmal muss ich ihm ja recht geben, ne? Die hätte ich mir schenken können. Ja, ist so. Manchmal kommt es anders und zweitens, als man denkt, oder wie heißt der Spruch noch? Da drüben sind auch welche, also die habe ich noch nicht ein einziges Mal gesehen. Die ganze Woche stand kein Auto da. Ich glaube, die sind vorgestern gekommen. Seitdem ging da keiner rein und keiner raus. Ich weiß nicht, ob das. Weiß ich nicht, aber die stehen hier auch schon seitdem wir hier sind. Also seit August. Ja.
Und auf unserem anderen Platz, wo wir im Frühjahr standen, da stand auch einer. Das ist ja auch so ein Langzeitplatzangebot. Aber ich habe da nie einen gesehen, dass da mal ein Auto stand oder sowas. Da bin ich ja vorhin zum Waschhaus gelaufen. Weg. Ich weiß nicht, wann sie gestern, müssen ja gestern irgendwann gekommen, gestern stand er da nämlich noch. Und dann bin ich da gestern, heute Morgen jetzt zum Waschhaus gelaufen, abgebaut. Keine Ahnung, wann die da gewesen sind, zwischendurch, denn ja wahrscheinlich irgendwann. Also gestern Abend waren die noch da. Respekt. Das war nämlich nicht so ein Vorzelt, wie wir haben, sondern wirklich so ein Volleinzug-Vorzelt. Vorzelt. Und das dann noch mit so einem Gestänge und sowas alles, das dann bei dem Sturm abzubauen, sage ich Respekt. erreicht der Sturm seinen Höhepunkt und das bleibt ja auch irgendwie so. Mein Mann ist mittlerweile da, hat provisorisch die Schiene oben festgemacht, hat sich aber schon wieder gelöst. Jetzt will er irgendwas mit Spanngurten machen. Ich weiß nicht wie. Es wackelt hier heftig. Und was ich vergessen habe zu sagen, es ist Prosecco-Freitag. Man muss das Beste draus machen. Prosecco-Freitag. Lieben Gruß an Alberts Tochter. Und Fieder Schmucke, der natürlich auch. Die grüße ich auch. Die guckt nämlich ab und zu meine Videos auch. Also. Ich glaube, ich muss gleich raus in den Regen. Ich weiß nicht, wie ihr das machen will, aber gut. Schauen wir mal. Es wackelt tierisch. Noch einmal raus, einmal kurz helfen und dann geht's gleich weiter. Wunderschönen guten Morgen von der Front. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Es ist immer noch ein bisschen windig, aber lange nicht mehr so schlimm wie gestern. Das ist doch normal. Ich wollte euch noch mal kurz zeigen, wie wir das hier abgespannt hatten. Mit Spanngurte. Und die Leiste da oben hat sich gelöst. Dann sind wir einmal mit Spanngurten rum. Natürlich war das auch nicht weniger laut. Das hat nämlich ordentlich geflattert hier. Wir hatten da noch was zwischengepackt, aber das ist weggeweht. So, ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum Waschhaus. Da hat es auch das Pavillon zu legen. Auf jeden Fall das Dach. Und mein Mann sagt, da drüben ist irgendwo ein Baum umgeweht. Der Wohnwagen stand die ganze Zeit hier. Der hat sich auch umgestellt. Oh. Ja, das war wohl eine gute Idee. Man hat den Baum umgeknickt. Ja, aber wir haben die Nacht gut überstanden. Und ich habe tatsächlich echt ganz gut geschlafen. Ich habe ein Video von einer Freundin bekommen, von Karlsminde, wo wir vor 2 Jahren waren. Ostern, da ist das Wasser komplett übergelaufen. Ja, ich mal gucken, dass ich vielleicht noch mal auf die Toilette kann. Aber irgendwie, ja, das ist Bewegungsmelder. Und dann machen wir uns nachher, ist jetzt 7:30. Eigentlich wollten wir 7 los, aber wie man sieht, ist das ja noch echt ein bisschen duster. Und dann geht's erstmal gleich nach Hause. So, ich habe jetzt einmal nochmal beim Wasser geguckt. Ja, also das Wasser ist tatsächlich, also wir können froh sein, dass unser Campingplatz oberhalb der Steilküste liegt.
andere Campingplätze hier ein paar Kilometer weiter hat es ordentlich zerlegt. Ja, so muss die Camping-Saison dann auch nicht enden, ne? Aber ja, wir sind jetzt tatsächlich fast auch nur noch mit die Einzigen hier, wenn ihr es gesehen habt. Und hier steht weit und breit, steht hier vorne keiner mehr. Da hinten stehen noch welche. Ja, mein Mann macht jetzt alles sturmsicher, also für die Rückfahrt. Die Spanngurte hat er abgemacht. Eine Leiste ist uns weggeflogen, tatsächlich jetzt doch. Aber wir haben sie wiedergefunden. Ja. Und dann schauen wir mal. Da vorne sind drei Bäume umgeknickt. Da stand aber Gott sei Dank keiner mehr drauf. Ja, ich hoffe, man kann mich hören. Ein bisschen windig ist es ja doch noch. Ah, da hinten fahren wir hier mit dem Fahrrad. Ich trinke jetzt meinen Kaffee aus. Ich zeige das nochmal. Hier ist nämlich ein. Hier ist ein Baum. Da ist auch noch einer umgeknickt. Ja. Das war's von uns. Camping 2023 endet hier heute. Leider nicht so schön Abschluss. Aber gut, wir fahren nachher wieder nach Hause. Und dann werde ich mich nochmal melden mit einem Fazit von 23. Dann schauen wir mal, was uns das nächste Jahr bringt. Tschüss. Oh,